Oh! Oh! Heilige Scheiße! Tja, wenn euch die Festtage genauso überrascht haben wie mich, dann findet ihr euch wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation wieder. Es ist Weihnachten und ihr habt keine Vorbereitung getroffen. Doch noch ist es nicht zu spät. Es ist der erste Weihnachtstag und daraus schlussfolgere ich, dass es auch noch einen zweiten geben wird. Und an diesem zweiten Weihnachtstag werde ich das haben, was ich Heiligabend und heute noch nicht hatte. Und zwar eine Krippe. Ganz recht, so ein Häuschen, in dem Jesus auf dem Esstisch wohnt oder so ähnlich. Und wir werden eine bauen. Natürlich habe ich nicht die richtigen Materialien da, denn wie gesagt, ich wurde von den Feiertagen kalt erwischt. Deswegen werde ich die Krippe aus Sachen bauen, die einfach hier rumlagen. Das wird hochinteressant und sehr lehrreich. Ihr merkt schon, das hier wird ein Handwerkel-Video oder wie der Angelsachse, der Yankee und der Konföderierte zu sagen pflegen, ein Woodcrafting-Video. Und was braucht man, wenn man woodcraftet? Ganz klar, Wood. Englisch für Holz. Tja, und dafür habe ich hier Holz. Ja, und jetzt werden euch einige sagen, das ist eine Wissenschaft für sich. Man braucht dieses Holz für jenes und das andere hier für Buchensalz zu suchen. Eichen müssten reichen. Alles Unsinn aus dem Elfenbeinturm, erfunden von Leuten, die einfach nur Zeug verkaufen wollten. Mit der Realität hat das überhaupt nichts zu tun. Holz ist Holz. Gut, fangen wir an. Das erste, was wir brauchen, ist natürlich ein Boden. Kennt ihr wahrscheinlich aus euren eigenen Buden. Könnt ihr euch merken, ist kein Outdoor-Merksatz, aber einfach so ein Merksatz. Buden haben Boden. Gut. Böden. Ja, dann habe ich hier ein altes Dekonest. Das werden wir auch noch gut gebrauchen können. So schön dieses Holz auch ist, es muss zugeschnitten werden. Und das geht auf nur eine einzige Weise wirklich unzivilisiert. Und zwar mittels Batonisieren. Ja genau, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich nehme ein Messer und schlage das Ding hier der Länge nach durch. So geht das. Ja, ja. Die beste Art, Holz zu spalten. Und macht auch eine Riesensauerei. Erste Erfolge sind zu verzeichnen. Zweite Erfolge sind zu verzeichnen. Ja, hier haben wir jetzt so einen richtig schönen Zuschnitt, aber ganz zufrieden bin ich noch nicht damit. Macht auch eine ganz schöne Sauerei. So, ein paar filigrane Schnitzarbeiten später habe ich dieses Wunderwerk der Woodcrafting-Kunst hervorgebracht. So eine Art dickes Brett. Ja, besser kriegt man es auch nicht aus dem Baumarkt. Gut, und die zwei kleinen Dinger, die können wir auch noch super gebrauchen. Und das hier schneide ich jetzt auch zu. Dabei müsst ihr mir aber nicht zusehen. So, jetzt fangen wir mit der eigentlichen Arbeit an. Und da ist es ganz wichtig, natürlich ohne Plan. Denn Pläne sind Schäume und außerdem metaphysisches Zeitstrahldenken, dem ich sehr kritisch gegenüberstehe. Wie auch immer. Das zweitwichtigste oder vielleicht sogar erstwichtigste oder auf jeden Fall ziemlich wichtigste ist, dass man als Werkzeuge Multitools oder wie ich sagen würde, Vielfachwerkzeuge verwendet. Denn Multi ist Kulti. Moment. Das nehme ich zurück und formuliere es anders. Viele Funktionen werden sich lohnen. Super. Gut. Sofort fällt einem auf, wenn man diese Multi-Hammer verwendet, dass er wirklich nicht gut hämmert. Aber so ist das halt mit Multitools. Die können alles halb und nichts ganz. Aber alles halb. So. Man muss allerdings nicht alles mit Nägeln oder Schrauben machen. Man kann auch manchmal einfach auf das gute alte Klebeband zurückgreifen.
Denn das bringt einfach ein bisschen Farbe in die ganze Schose hier und ist auch nicht so schwierig. Aber schon schwierig. Ich würde sagen, das Ergebnis gibt mir recht und daran sieht man auch wieder mal, dass man sich für den Einsatz von Klebeband beim Woodcrafting-Arbeiten nicht zu schämen braucht. Alles klar! Ruhig auch mal andere Farben verwenden. Nicht immer nur dieselbe. Sollte das Holz mal springen, auch einfach kleben. Kein Problem. Und ein Fetzen Kunstleder als Dach. Tja, Ideen muss man haben. Den spalte ich jetzt der Breite nach. So, und die Rückwand wird jetzt mit diesem Klebeband gespannt. Hier und da muss man manchmal noch ein bisschen nachbessern. So, die Scheune ist damit schon mal fertig. Oder der Stall, wie man es auch nimmt. Jedenfalls, ihr seht es ja selber, es ist schön geworden. Es ist wirklich, es hat Seele, ja. Das ist nicht wie dieser gekaufte Schrott, den man überall kriegt, der einem gar nichts sagt, ja. Nee, das ist gute deutsche Handarbeit. Und was jetzt noch kommt, ist die Dekoration. Und Jesus und die ganzen Gestalten. Alles klar. So, die wichtigste Figur in so einer Krippe ist natürlich ganz klar das Christkind. Hier seht ihr es. Ja, das hatte ich schon vorher mal gemacht. Da wusste ich noch gar nicht, dass es ein Christkind ist. Jo, und noch was Wichtiges in der Krippe ist die Krippe, die sogenannte. Also das Ding, wo drin das Christkind liegt. Und dafür nehme ich hier einfach ganz normal einen Flaschenverschluss. Perfekt. Oder sagen wir mal fast perfekt. Aus dem Nest hole ich mir hier so ein bisschen Zeug und tue das in die Krippe rein. So, hierin liegt jetzt der Herrgott. Das kommt hier hin. Hier steht Christus immer, genau. Tralali, tralala, das Christkind ist da. Fehlen die anderen Figuren noch. So, dann habe ich hier erstmal Felsen. Ganz wichtig, dürfen nicht fehlen. Die sind von irgendwas. Die stelle ich einfach hier hin. Hier ist sogar noch was drin. Und zwar... Wow! Sortankarten. Man sehe sich die bitte mal an. Oh ja. Und ich würde sagen, der hier... Musco Bettlor, der sieht doch schon aus wie Josef. Das heißt, Josef steht hier hinter dem Kind in der Ecke. Alles klar. Schön. Fehlt natürlich noch die Heilige Mutter Maria. Die machen wir aus Wachs. Denn Wachs ist formbar, wie man so sagt. Einige Fehlschläge später habe ich mich dazu entschieden, einen Nagel als Grundgerüst für Maria zu nehmen, den ich krumm geschlagen habe. Tja, und jetzt findet er doch noch Verwendung. Daraus kann man einiges lernen. Mann, ist das eine Sauerei. Und als Haare bekommt die Heilige Mutter eine aufgefusselte Schnur. Ich präsentiere... Die Heilige Mutter Maria. Sie kriegt noch einen weiten Rock an, wie sich das gehört. Und der wird jetzt bis oben hin mit Wachs vollgegossen. Welch herzerwärmende kleine Zähne. Fehlt noch der Ochse. Und dafür nehme ich hier einfach aus diesem Dekonest den Dekovogel, den ich zu einem Ochsen umbauen werde. Gar kein Problem. Ein guter Ochse hat natürlich Hörner. Ups, kein Problem.
Wie ich sagte. Kein Problem. Zur Sicherheit gibt's noch so ein Ding drüber. Sieht schon mal aus wie ein Ochse, ne? Mit Sicherheit der schönste Weihnachtsochse, den wir seit langer Zeit gesehen haben. Den Esel binden wir aus einer Schnur. Das war gar nicht so einfach wie gedacht. Aber jetzt haben wir ihn und ich würde sagen, es ist wirklich ein prachtvolles Exemplar, das ich jetzt hier an der Scheune befestigen kann. Am Stall! Ein Bild von einem Esel, ein Prachtstück von einem Ochsen, eine Jungfrau von einer Maria und ein Christkind von einem Jesus. Ja, und ein Muskobettlor von einem Josef. Was fehlt da noch? Ganz klar, die drei unbegleiteten minderjährigen Waisen aus dem Morgenland. Balthasar, Melchior und Kaspar. Einer von denen ist schwarz, aber ich weiß nicht mehr welcher. Deswegen sage ich einfach, das hier ist einer der Weißen. Ist so ein Petzspender mit einer beliebten Figur. Gut, so stellen wir die hin. Hier, der bringt da einen Weihrauch oder sowas. Ah, da sind wir schon fertig. Wir müssen da gar nicht so kompliziert machen. Der nächste ist der hier. Den kennt ihr. Der ist auch so ein Morgenländer aus der Türkei, glaube ich. Melchior, sagen wir mal. Oder ist das der Schwarze? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der bringt das Geschenk der Coca-Cola. Und jetzt fehlt natürlich noch der Schwarze. Da begeben wir uns auf vermintes Gebiet. Ich will da eigentlich mich gar nicht allzu groß in Gefahr begeben. Deshalb halten wir es schön neutral. So, neutraler geht's ja kaum. Der Schwarze. Dargestellt von einer Schraube. Ja. Ist nicht rassistisch. So, die drei können jetzt hier rumwandern und Jesus die Geschenke geben. Das ist in dem Mythos hier tatsächlich so. Die Morgenländer bringen Geschenke, die holen sich keine ab. Ist, naja, anders. Aber wie, werdet ihr euch jetzt fragen, haben die drei drolligen Kerlchen eigentlich hierher gefunden? Hatten sie vielleicht Smartphones dabei oder hat Frau Merkel sie eingeladen? Was waren die Pull-Faktoren? Und da ist die Antwort sternenklar. Es war der Weihnachtsstern. Deswegen müssen wir den jetzt auch noch machen. Et voilà. Naja, selbsterklärend, oder? Herrlich. Tja, und da nun im Vergleich zu der Herrlichkeit des Sterns von Bethlehem unsere drei Könige aus dem Morgenland ein wenig unköniglich aussahen, habe ich ihnen Kronen aufgesetzt, aus Kronkorken. Und wie man vielleicht sieht, habe ich mich bei der Darstellung des kleinen Morgenländers in der Mitte doch ein wenig zur politischen Inkorrektheit hinreißen lassen, aber es ist Weihnachten, also was soll's. Aus dem Vogelnest rufe ich jetzt ein bisschen Stallinterieur. Warum sind eigentlich noch keine Kabelbinder zum Einsatz gekommen? Darf eigentlich nicht fehlen. Ist doch wirklich wunderbar. Brauchen wir noch einen Baum? Grüne, gelbe und rote Strohhelme für den herbstlichen Flair. Wunderschön. Das kommt dann hier hin. Wundervoll. Viel Schnee. Schneeglöckchen, Weißröckchen, Reiswöckchen, tralalalala. Bald kommst du geschneit, Schneetüte. Schnee, oh je, Schnee tut weh, Schnee, Schnee, Schnee. Und fertig. Ja, da ist sie, meine eigene kleine handgearbeitete Krippe. Ja. Das ist wirklich etwas, was man über Generationen vererben kann. Nicht irgendein Wegwerfschrott. Ja, hierin steckt Seele. Doch steckt in diesem Ding auch Seligkeit?
Ist das wirklich Jesus Christus, der da im Flaschenkorken liegt? So schön meine Krippe auch geworden sein mag, es fehlt doch etwas. Gott. Denn diese Krippe sagt mir etwas, aber nicht einem Volk. Und ein Gott wendet sich nie nur an Einzelne, sondern stets an Völker. Er strukturiert ein Weltverständnis. Der einzelne Mensch ist in seinem Weltverständnis stets von einem Größeren abhängig. Dieses größere Weltverständnis ist heute gottlos. Ja, seht euch diese Krippe an in all ihrer Schönheit. Sie ist doch gottlos. In den stürmischen Gewässern unserer Zeit ist sie höchstens eine kleine Arche, gerade groß genug für mich selbst. Und es sind auch wirklich Zeiten, die man ohne sein eigenes kleines Behelfsschiff kaum übersteht. Zeiten, die Humor erfordern. Aber man sollte sich nicht allzu sehr einmummeln in der Ironie, denn die kalte Nacht wird man darin nicht überstehen. Und auch ganz allein wird man diese Zeit kaum überstehen. Man braucht eine Familie, man braucht Freunde, einen kleinen Stamm. Und mit seinem Stamm muss man eine kleine Burg halten. Eine kleine Burg, die einen schützt gegen die Unzumutbarkeiten dieser Zeit, dieser gottlosen Zeit. So sollte man vielleicht einfach mal damit aufhören, abends irgendwelche Hochglanzserien und Filme zu gucken, die von Leuten gedreht sind, die die Gottlosigkeit dieser Zeit auch noch feiern, als wäre sie etwas anderes als eine Degeneration, als wäre sie ein Höhepunkt menschlicher Zivilisation, den sich dann auch noch die Subjekte, die solche Serien und Filme drehen, als eigene Errungenschaft auf die Fahne schreiben, geradezu als eine Frucht der Freidenkerigkeit, wo sie doch das denken und tun, was alle anderen außerhalb der kleinen Festungen denken und tun, nämlich dem Nihilismus frönen. Das war ein langer Satz, vielleicht auch zwei. Worauf ich hinaus wollte, ist da vielleicht ein bisschen untergegangen, und zwar schaltet den Fernseher aus und schaut Autoelner, auch zu Weihnachten. Ja, dass das geht, dass ich euch auch an Weihnachten unterhalten kann, habe ich in dieser Folge mehr als ausreichend bewiesen. Und was gelernt habt ihr auch noch, nämlich wie man eine Krippe baut. Damit ist dem Kapitalismus dann auch ein Schnippchen geschlagen. Jawohl. Ja. Noch einen letzten Rat möchte ich euch zum Fest mit auf den Weg geben. Und zwar, überlebt